Hier ist Mr. Lagiol, heute mit zwei außergewöhnlichen Lagiol-Taschenmesser von dem Messermacherkünstler Frederic. Es sind zwei Taschenmesser, einmal in 14 cm, einmal in 12 cm, die wirklich außergewöhnlich verarbeitet sind mit ganz tollen Bienen und Rügen, Guilochage, das eine mit Knochen, das eine mit Mammut, Zahn, Mammutstoßzahn. Wir werden heute auch ein bisschen mehr über die Mammutstoßzähne erfahren und ja, allgemein über die Taschenmesser. Bis gleich. Das heutige Video habe ich in Spanien gedreht. Hinter mir könnt ihr diese wunderschöne Kulisse sehen, wo man auch das Meer sieht. Im Hintergrund werdet ihr vielleicht ab und an auch ein bisschen die Schwalben hören. Hier sind ganz, ganz viele davon. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir so wenig Mücken hier haben. Auf jeden Fall fangen wir es mal an mit dem Mic 5. Das Mic 5 ist im Prinzip das gleiche wie Mic 4, das ich auch schon mal vorgestellt habe. Nur, dass wir hier entsprechend rote Einlagen haben, was ich finde, dass er nochmal einen guten, tollen optischen Kontrast zwischen dem Mammut-Stoßzahn und dem Metall hermacht. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Mammutzähnen, Mammut-Stoßzähnen. In Amerika hat man einen Mammut jetzt gefunden, ungefähr 17.000 Jahre alt. Da stand in Focus.de und die haben festgestellt, dass in diesem Mammut-Stoßzahn, also man muss auch für sich bewusst sein, dass man hier wirklich ein Stück Geschichte in der Hand hält, ein Stück ja, Erdgeschichte. Und in diesen Stoßzähnen des Mammuts hat man festgestellt, das ist wie ein Tagebuch. Das heißt, durch die Isotopenverteilung, die man in den verschiedenen Schichten des Stoßzahnes gefunden hat, kann man zurückschließen, wo der Mammut wirklich gelebt hat, bis teilweise auf eine Woche genau, und auch die Umweltbedingungen, die dort zu dem Zeitpunkt ja, waren. Und so hat man festgestellt, dass dieser Mammut, das die ja gefunden haben, das vor 17.000 Jahren gelebt hat, in seinem Leben, also befand sich in Alaska, der hat so eine Strecke zurückgelegt, dass er praktisch zweimal die Erde umkreisen musste. Also die sind wahnsinnig viel gewandert. Und das Mammut ist ja mit 28 Jahren gestorben und 3 Jahre bevor er gestorben ist, konnte man auch in diesen Stoßzähnen, in dem Tagebuch des Mammuts ja lesen sozusagen, dass der wirklich ganz heftig an Hunger gestorben ist. Die letzten 3 Jahre hat er sich auch nicht mehr so ganz viel bewegt wie sonst und wahrscheinlich ist er mit 28 Jahren an Hungertod gestorben. Aber soweit einfach zu den Mammut-Stoßzähnen. Und hier haben wir wirklich einen ganz, ganz wunderbaren Mammut-Stoßzahn-Kruste. Das ist also zum größten Teil poliert. Hier und da ist meine Stelle, die vielleicht ein bisschen rauer ist. Aber man kann ja wirklich hier sehen, dieser Mammut-Stoßzahn, das ist wahrscheinlich hier europäischer oder asiatischer Mammut-Stoßzahn. In Amerika haben diese Stoßzähne teilweise bis zu 4 Meter Länge betragen. Warum die in Nordamerika länger waren als hier in Europa, das weiß man noch nicht. Es gibt da immer wieder Spekulationen, aber kommen wir zurück zu dem Taschenmesser. Wir haben hier auch wunderbare, professionelle, wirklich wunderschöne Ziselierungen. Diese Taschenmesser ist von Pierre Martin gemacht worden. Da erkennt man auch sofort seine Kunst. Und hier haben wir dann auch die Biene, also eine wunderschöne Biene, die er da kreiert hat. Einfach fantastisch. Und wir haben hier auch noch weitere Ziselierarbeiten, so dass der Preis von 1.998 Euro auf jeden Fall mehr als gerechtfertigt ist. Also wirklich wunderbare Ziselierungsarbeiten, die hier unter dem Mikroskop
entstanden sind. Also das Messer hier in 14 cm Länge im geschlossenen Zustand ist wirklich ein absolutes Kunstwerk. Das Messer hat ein Gewicht von 138 Gramm, das heißt also, der bringt schon was auf die Waage, lässt sich aber dennoch sehr gut in der Hand halten. Wie man hier sieht, ich habe eine Durchschnittshand, passen auch auf jeden Fall richtig große Männerhände hier drauf. Und ja, ich denke mal, das ist wirklich ein sehr schönes Messer. Die Haptik ist fantastisch, also es lässt sich sehr gut in der Hand halten. Und wir haben hier eine Balbach-Damastklinge. Carbon-Damastklinge, sodass die natürlich nicht rostfrei ist, hat aber eine fantastische Maserung. Und ich finde es auch gut von der Schmiede, dass die natürlich nicht hier fett drauf das Logo einbringt. Das finde ich ganz toll, so dass man wirklich diese wunderschöne Maserung des, der Klinge einfach bewundern kann. Richtig, eine richtig tolle Klinge, die auch relativ dick ist hier. Es hat ungefähr 160 bis 250 Lagen. Das kann man nicht so ganz genau sagen, aber man kann wirklich hier, wenn man sich das anguckt, da sind praktisch diese Spirale, die so in die Tiefe geht. Man sieht also praktisch so ein bisschen, als wenn es viel, viel tiefer und größer wäre, das Messer, als man sich so vorstellt. Also wirklich, ich bin total begeistert. Es ist sehr schön, es sieht ganz toll leicht öffnen und schließen. Hier kann ich mit zwei Fingern einfach das bedienen. Ein sehr, sehr schönes Taschenmesser. Und ich muss sagen, mit diesen roten Einlagen hier, finde ich, hat das Messer auch etwas sehr Interessantes. Das grenzt sich noch ein bisschen mehr optisch ab, diese Mammut-Backenzähne von dem Metall. Also ich persönlich finde diese Mike 5 etwas schöner als das Mike 4, das im Prinzip identisch ist, nur ohne diese Einlage, diese roten Einlagen. Das zweite Messer kommt auch von Pierre Martin. Das ist diesmal in 12 cm Länge, nur wir haben jetzt hier Knochen. Es wird oft Knochen verwandt, dass dieser Knochen kommt von den Kühen in Aubrac und das werden entsprechend schöne Stücke daraus genutzt und somit kann man solche Taschenmesser auch günstiger anbieten, als wenn man zum Beispiel aus Mammutbackenzahn das macht. Wir haben hier ein Taschenmesser, das eben nur 700 Euro kostet und hier auch diese roten Einlagen hat und auch eine wunderschöne Biene und Ziselierung hat. Also wirklich, auch hier sehe ich ein absolutes Kunstwerk. Es hat keine Damastklinge, es ist eine Edition Brosé, das heißt hier die Klinge ist mattiert, genauso wie die anderen Elemente, Metallelemente. Und auch hier lässt es sich wirklich sehr leicht öffnen und schließen und auch hier finde ich die Biene wirklich einfach wunderschön. Das Messer hat hier nur ein Gewicht von 80 Gramm. Es ist die Edition Plain, das heißt also, wir haben am Ende und am Anfang des Griffes keine Metallelemente. Pierre Martin, so wie der Künstler Frédéric von La Gueule Nobrac, die arbeiten eigentlich meistens mit Edition Plain, sodass diese Materialien über die gesamte Länge des Griffes wirken. Pierre Martin macht auch öfters dieser Teil in der Mitte, so dass da wirklich nochmal eine wunderschöne Arbeit ist, so dass man da praktisch mehr künstlerische Arbeit zeigen kann, als in den einfachen Metallbacken. Insgesamt sind wirklich zwei wunderschöne Taschenmesser. Ich bin wirklich sehr begeistert, vor allem auch von dem großen Mike 5. Aber auch das Mike 6 ist ja natürlich mit seiner kleinen Größe von 12 cm trotzdem ein kleines Kunstwerk, wenn man sich das Rücken anguckt. Und auch hier dieser, ich weiß nicht, ob es hier so gut kommt auf dem Video, dieser Knochen hat weiße und gelbe Elemente, also beige Elemente, sodass hier auch ein bisschen eine gewisse Dreidimensionalität sehen kann. Also ich muss sagen, dass der Künstler
Pierre Martin auch wirklich sehr schöne Elemente sucht, also Materialien sucht. Er nimmt nicht einfach irgendwelche Mammutstoßzahn oder Holz oder Knochen, sondern er sucht sich immer die schönsten Stücke raus, was auch immer wieder den Preis natürlich erklärt, warum diese Taschenmesser auch wirklich so viel kosten, wenn man es vergleicht mit Lagiol-Taschenmesser, die vielleicht nur 100 oder 150 Euro kosten. Hier ist es in jeder Hinsicht ein Kunstwerk, angefangen von der Auswahl der Materialien über die Rückenziselierung bis entsprechend zu der wunderschönen Biene. Wir haben hier wirklich zwei Taschenmesser, das sind eher Kunstwerke mit Schneidefunktion. Ich zeige dir noch mal ganz kurz hier die Taschenmesser. Wirklich phänomenale Messer. Im Anschluss an diesem Video zeige ich noch mal ganz kurz eine kleine Fotostrecke, so eine Diaschau mit wunderschönen Bildern, die ich auch hier wieder in Spanien gemacht habe. Und ich hoffe, dass ihr die auch wunderschön findet. Insofern bleibt bis zum Ende des Videos. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich veröffentliche 2 Videos pro Woche, jeweils Mittwoch und sonntags, und präsentiere da entsprechend wunderschöne Taschenmesser und erzähle immer wieder auch interessante Sachen aus der Lagiol-Welt. Bis zum nächsten Mal, euer Mr. Lagiol.